Wir haben jede Menge Leute gekillt hier in Markarth. Weil die Kacke echt am Dampfen ist. Die ganze Stadt ist korrupt und jetzt wollen sie uns alle. Jemand muss mir helfen. Verschwindet! Ihr habt euch mit dem Drachenblut angelegt. Das war ein Fehler, das sage ich euch. Der gewaltigste, den ihr je in eurem Leben gemacht habt, korruptes Gesindel. Beseitige die ganze Stadtwache, wenn es sein muss. Und dann übernehme ich die Stadt, oder was? Nein, nicht so. Noch mehr Stadtwachen. Hier steckt ja alles mit drin in der abgeschworenen Situation. Das ist die reinste unterdrückte Stadt. Ihr werdet nicht überraschen. Aber mit uns habt ihr nicht gerechnet. Wir haben schon ganz andere Leute platt gemacht. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Keine Bewegung. Ihr seid wegen Mordes und Verschwörung gegen die Stadt Markarth verhaftet. Am Arsch bin ich verhaftet. Das war ich nicht. Mir wird das nur angehängt. Mich führt ihr nicht hinters Licht. Vertrauenswürdige Zeugen haben gesehen, wie ihr mehrere Morde begangen habt. Und in der ganzen Stadt gibt es Berichte über eure verdächtigen Umtriebe. Also kommt jetzt mit, ohne Aufsehen zu erregen. Eher würde ich sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Du Mistqualle. Das wird wunderbar. Zack! Siehst du nicht die toten Wachen hier überall? Du Misthund. Da hilft mir doch jemand. Ich mach die ganze Stadt platt, wenn es sein muss. Braucht ihr eine neue Klinge? Klingen, Helme. Ich brauche ein bisschen Eisengelumsch. 24er Eisen klingt gut. Ich melde mich dann, wenn ich fertig bin. Etwas Geschmiedetes braucht. La 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 la. Ey. Wollen die mich verhaften? Ich glaube ja wohl, es hackt. Ich töte hier alles, was sich gegen mich stellt. Klingen, Helme. So, pass mal auf, der Peter hat nämlich jede Menge Zeug. Hier habt ihr noch ein bisschen gelumscht, statt keiner will. Ach komm, wer braucht schon die Detra-Pfeile, ja? Alles dolse Kampf hoch am. Bitteschön. Könnt ihr meinetwegen auch haben hier. Ach komm, hier weg damit. Dann arbeite ich mal weiter an meinen Waffen. Das war ein Gemetzel hier. Was ist das halt? Ich lass mich doch nicht hören. Also, nee. Sind wir jetzt hier in Markarth zu weit fertig oder was? Wollen die uns jetzt alle an den Latz und gut? Weil eigentlich will ich ja nicht in den Knast, aber eventuell muss ich ja in den Knast. Boah, ich habe die ganze Stadtwache eliminiert. Nicht eine elende Stadtwache gibt's hier mehr. Hey, aufpassen! Vielleicht sollten wir ja doch mal in die Führungsetage gehen. Mal sehen, was da noch los ist. Festung Unterstein. Lasst mich rein, ich hab zu tun. Ich bin gegen Sticheleien immun. Wartet. Ich. Also gut. Aha. Noch mehr Ärger am Anmarsch. Ich mach euch alle fertig, ihr schweinekorruptes Pack. Wie könnt ihr es wagen, euch so zu benehmen? Ihr seid eine Schande für Himmelsrand. Und eine Schande für meine Augen. Deshalb müsst ihr jetzt leider weg. Ihr habt gewonnen. Na komm. Ist das alles, was ihr könnt? Korruptes
Wachengesochse. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht drauf? Was? Mehr habt ihr nicht drauf? Das war gar nichts. Ihr wollt zu den Nordkörpern? Ich müsste meine Waffe bald mal wieder aufladen. Die hat keine Feuerladung mehr. Gnade. Können wir eigentlich gleich mal machen. Moment. Ging das bei Waffen? Ich glaube, bei Waffen ging das, ne? Oder... Ja, T-Ladung, gut. Kopfgeld hinzugefügt am Arschkopfgeld. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Macht in meiner Stadt keine... Deine Stadt? Dass ich nicht lache. Ich bin so sauer auf diese Stadt. Ich bin so dermaßen sauer. Stadtwache, za! Ach, sieh mal einer an! Ein Spitzohr! Na, da haben wir ja den richtigen gekillt. Jetzt bräuchte ich aber noch einen Zaubertrank. Jarl Igmund, za! Weg mit dem Jarl! Ach, den kann ich nicht töten, schade ist's. Schon alles? Aber eventuell muss ich ja wirklich in den Knast. Ihr seid wegen Mordes und Verschwörung gegen die Stadt Markarth verhaftet. Weil ich muss ja mit dem Oberhaupt. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Ihr werdet das Sonnenlicht nie wiedersehen. Aus der Sidna-Mine entkommt keiner. Aber wenigstens habe ich richtig Spaß gehabt in der Stadt. Ich habe hier so viel gemordet und geschnetzelt, den habe ich es richtig gegeben. In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Wann komme ich hier raus? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Ist gut. Hi. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Auf den Tod eines Kerls, der zu viele Fragen gestellt hat. Gewalttätig, was? Behaltet das lieber für euch, Neuling. Andere könnten das als Herausforderung ansehen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Wo ist Madanach? Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Madanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Aha. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Borkul, die Bestie? Madanachs Wache. Groß, selbst für einen Ork. Angeblich hat er einem Mann den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Aber geil. Ein Messer? Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Ich kann ihn ja meinen Bauch anbieten, dann steckt das rein. Weswegen seid ihr hier? Ein adliger Nord, dem ich gedient hatte, wurde eines Nachts erstochen. Ich war es nicht, aber ich wusste, dass man mir die Schuld dafür geben würde. Also bin ich weggelaufen. Habe mich den Abgeschworenen angeschlossen, habe getötet, wurde gefangen. Jetzt bin ich hier. Okay, wo sind die Wachen?
Sie kommen einmal die Woche, um die Toten rauszuholen, sich das von uns abgebaute Erz zu schnappen und Störenfrieden eine Abreibung zu verpassen. Das ist auch der einzige Tag, an dem wir etwas zu essen bekommen. Und wenn wir nicht genug Erz abgebaut haben, gibt es gar nichts. Okay. Weshalb habt ihr euch den Abgeschworenen angeschlossen? Weil das Leben auf die alte Art besser war. Keine Nords und ihre Gesetze. Eines Tages werden die Abgeschworenen die Mauern von Markarth mit dem Blut eurer Brüder und Schwestern färben. An diesem Tag solltet ihr besser nicht da sein, Nord. Tja. Bis zum nächsten Mal. Der ist aber wirklich hörbar. Ich kann mich ja noch ein bisschen umschauen, ob ich hier nicht doch irgendwo ein Messer krieg. Man hat mich... Ich bin unschuldig. Die Nord haben mir das angehängt. Ich war nicht mal in der Nähe. Mordwaffe. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. Ich brauche ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Ich werde es für euch besorgen. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Dua. Wer ist Dua? Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide werden. Widerwärtiger Dieb. Was? Ja. Ja nicht mal irgendwie... Ich will das nicht. Ach, verflucht. Ich wollte doch... Ich konnte überhaupt nicht auf die Fäuste gehen oder so. Verdammter Kerl, wieso hatte der Waffen? Das ist ja gemein. Lol, jetzt bin ich wieder hier. Keine Bewegung. Ihr seid wegen Mordes und ihr werdet das so... Ja, bringt mich einfach dahin und gut ist. In Ordnung. In diesem Gefängnis. Verstanden? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. In Ordnung, macht sie auf. Ich will raus hier. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Ich brauche die ganzen Infos nochmal. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Gewalt? Mein Ratschlag? Wenn ihr mich... Ich und mit Borkul, der Beste... Mardanachs Wache. Ein Kle... Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Alles andere ist mir Wurst. Wie ich höre, hat Grieswar noch eins übrig. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Hab's Goma besorgt. Ich bin ein Held. Ich bin unschuldig. Nee, dich meinte ich gar nicht. Die Nord haben mir das angeboten. Ich war nicht mal in der Nähe. Ich brauche ein Messer. Ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Ich hab, bitte. Ach, ihr seid wohl von der ganz schlauen Sorte. Hier ist jedenfalls eure Klinge. Versprecht nur, dass ihr sie nie gegen mich benutzen werdet, ja? Gut. Da habe ich jetzt zumindest schon mal eine Waffe. Gut. So weit, so gut. Das Frischfleisch, so weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Aufregend, ich habe den Blutrausch gespürt und musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Ich muss Mardanach sehen. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Mardanach erwartet mich.
Na schön. Ihr könnt rein. Stellt dort aber nichts an. Madanach weiß mehr, als ihr glaubt. Hab ich gut gemacht, ne? Bis zum nächsten Mal. War gar keine Gewalt nötig. Ah, seht euch nur an. Eure Stammesgenossen haben aus euch eine Bestie gemacht, Nord. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Ah, seht euch nur an. Eure Stammesgenossen haben... Kenn ich schon. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ihr müsst euch für vieles verantworten. Wirklich? Und was ist mit euch? Welches Recht hattet ihr, euch in meine Angelegenheiten einzumischen? Ich bin das Drachenblut, meine ich darf Leute alles. Zu töten. War sie es wert? Eure Wahrheit? Ihr gehört jetzt zu uns, seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel eurer Stammesgenossen im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Ich brauche und will eure Hilfe nicht. Das sagen anfangs viele, bis ihnen die Wahrheit klar wird. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Brake. Sagt ihm, ich schickte euch. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. So, sprich mit Madanach. Höre dir Brakes Geschichte an. Gut. Schlüssel erforderlich. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Halt die Klappe und grab selber, du Sau. So, was ist los ja, hier? Was wollt ihr? Ich muss weiter graben. Madanach hat mich gebeten, euch anzuhören. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? In Helgen, dort wurde ich zum Henker geschickt. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Auch der stärkeren Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Weder das eine noch das andere stimmt. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen, das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, oh, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Meint eure Geschichte rechtfertigt die Morde, die die Abgeschworenen verübt haben? Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Tut mir schrecklich leid, was euch passiert ist. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Ich bin auch ein Nord und ich habe deine Tochter nicht aufgewissen, du Arsch. Versuch doch nur hier ein bisschen für Ruhe und Frieden zu sorgen. Ist das denn so schlimm? Menschenskinder. Hi. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Denn ihr werdet sie vergessen. Schon bald. Ich habe mit Brake gesprochen. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören. Wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie. Jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen.
Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Aha. Unsere Rache wird kommen. Dann bräuchte ich aber mein Messer zurück und das hat der blöde fette Ork. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Ich nehme einfach mal eine Spitzhacke als Waffe mit. Ah, ich habe doch ein Messer. Ah, lasst mich in Ruhe. Ich wollte doch nur... Ich hab das überhaupt gar nicht gewollt. Ich wollte nur den Oberlümmel da killen. Mehr wollte ich gar nicht. Ist denn das so schlimm? Herr J. Walter, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, tschüss.